So, hallo zur nächsten Folge von unserem Let's Play Together. Ja, wir leben noch, wir leben noch. Gib mal ein Lebenssignal von dir. Hallo. Oh, er ist da. Ich ja, lebe. Es war eine etwas größere Pause. Es hat hier nicht gepasst, da nicht gepasst. Es kam immer wieder was dazwischen, aber jetzt passt hoffentlich gerade mal. Und es gibt eine klitzekleine Änderung, die wir machen wollten, soweit wir das jetzt abgesprochen haben, sagen wir mal so. Nämlich, es ist immer ein etwas größerer Arbeitsaufwand, wenn man mehrere Projekte am Laufen hat. Also bei mir auf dem Kanal wird es auch langsam ziemlich eng. Deshalb haben wir beschlossen, dass wir die Folgen ein bisschen abwechselnd hochladen, in diesem Fall immer. Was war das? Ach, nichts. Nein, gar nichts. Ja? Ich zieh mich zurück. Du ziehst dich zurück, okay. Wir rufen meinen Anwalt. Du rufst, ja, okay. Wie gesagt, wir wollten das ein bisschen abwechselnd in dem Falle machen. Das heißt, ich weiß nicht, welche Folge das ist. 15. müsste es sein. 15., 16. Ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls wird es jetzt abwechselnd ab sofort immer funktionieren. Das heißt, diese Folge ist bei mir. Die nächste Folge ist bei ihm auf seinem Kanal und nicht bei mir. Das heißt, ihr müsstet immer switchen. Ich werde das Video in dem Fall auch öfters mal liken, dass, wenn ihr gerade jetzt nicht unbedingt öfters bei ihm vorbeischaut, es auch noch angezeigt bekommt. Und andersrum denke ich mal genauso. Ja. Und dann sollte das einigermaßen passen, der Arbeitsaufwand verringert sich und es wird in dem Fall auch, glaube ich, regelmäßiger Folgen geben, weil wenn sich bei uns die Arbeitszeit verringert, können wir mehr machen, so teilen wir uns praktisch die Arbeit immer. Und eigentlich ist es ja auch schwachsinnig, wenn man alles doppelt macht, oder? Ja, deswegen haben wir das Ganze ja eigentlich auch so eingeführt. Genau, bevor wir dann jetzt so loslegen und wild um uns schlagen, folgendes, erstmal... Ein Dankeschön. Ich wechsle gerade mal Tab an The SG Phoenix. Und zwar, er hat uns jede Menge Tipps hinterlassen, nützliche Tipps von den Sachen, die wir hier jetzt bauen könnten. Das mit dem Baumhaus war ein Fail, das werden wir erstmal ruhen lassen, weil das so ein Projekt war, da könnte man, denkt man sich, ach, wir bauen mal ein Baumhaus, aber mittendrin, keine Ahnung. Und was jetzt geplant war, könntest du in dem Falle sagen, weil ich rede irgendwie zu viel und es ist ein Together und nicht ein Monolog. Doch, ich finde Monolog gut. Aber wir wollten ja erstmal in die Mine gehen sozusagen, uns eine Mine basteln, also uns einfach mal in den Boden graben, wo wir uns dann Rohstoffe holen und alles mögliche, womit wir dann größere Projekte bauen können, außer so ein Dreckhaus, was wir da hinten haben, mit aus Cobblestone und sonstigem. Eben ein paar Rohstoffe, da uns das Eisen noch langsam ausgeht und alles mögliche sonst auch noch. Ja. Jo, müssen wir halt noch eine geeignete Stelle jetzt suchen, wo wir das machen werden. Und ich würde sagen, wir könnten das eventuell hier gleich schon in diesem kleinen Gebiet vor uns machen, oder? Hier ist so ein schöner Platz. Was hilft? Ich sehe dich nicht, Alter. Ne, okay, ich zeig da gerade drauf, ist na klar. Ich versuche hoch auf Baumhaus zu kommen. Moment. Nee, warte, ich komme runter. Also. Oder ist es hier unten noch zu gefährlich wegen Creepern? Nee, ich habe den gerade schon explodieren lassen. Ja, lass ihn schon entfernen. Und oh, gleich wieder das Loch geflickt. Also, ja, ich war wunderschön. So, ich habe jetzt hier gedacht, was ich hier vorne ist dann einigermaßen ebene Fläche, dass wir so ein kleines bisschen abholzen und hier dann so einen kleinen Eingang errichten. Da so in dem Bereich. Was hältst du davon? Sei kreativ und schick mir deine. Wir könnten das Ganze auch hier machen, theoretisch. Ideen, oder? Ja. Mir egal. So in den Berg rein, dass wir dann da runter so graben. So. Bergschacht. Jo, dann so. Könnten wir direkt schon den Eingang machen. Sekunde mal, ich habe hier überall keine Schaufel dabei. Wir brauchen nämlich Werkzeug. Ich habe den Eingang freigeschaufelt. Ich mach den Kameramann. Mach du nur. Nee, Spaß, ich helfe dir gleich mit. Das Dumme ist, ich habe keine Schaufel dabei. Ich habe auch keinen. Doch, ich habe wohl dabei. Lalalala. Ja, fang mich die ganze Arbeit machen. Ich craft die ein bisschen durch und hau mir Achievement Get. Benchmarking. Ich hab's eben Ich hab's eben die erste Crafting Box erstellt. Ja, das macht man schon selten. Jo, 6 Stickies, weil wir haben so wenig Ressourcen. Ich habe nur noch 2 Eisen, das reicht nur noch für 2 Schaufeln. Ich hab noch 7. Ja, deshalb erstmal ein bisschen buddeln. Wollen wir das 4 breit machen oder 2? 2 reichen eigentlich für einen Schacht. 2 denke ich auch, nicht genau. Oh, ich übersehe. Dass du dann auf der rechten Seite und ich links oder so. Könnten wir tun, theoretisch. Tun. Die Cobblestones können wir dann verwenden für Treppenstufen. Genau. Ich mach hier mal zu. Dass hier alles schön elegant aussieht. Bisschen runter Richtung Bedrock auf Ebene 16. 15, 14, irgendwie sowas. Ich glaube ab 15 ist es total egal, wie tief man es jetzt macht. Man kann es direkt über den Bedrock oder so machen, aber... Stimmt. Das ist, denke ich mal, gleichmäßig verteilt, die Rohstoffverteilung. Obwohl mir... Ich hatte mal in der Let's Shovel sowas gebaut, da ging es tief nach unten und ich habe einen Minenschacht gefunden erstens. Warte auf mich.
Minenschacht, Muss ja auch noch Melonsamen. mein Ding zu Ende machen. Melonsamen holen. Da ist Kohle, da ist Kohle, da ist Kohle. Ah. Kohle! Ja, das sowieso. Nee, das ist Creeper-Schiss, keine Kohle. Weißt du, die Ja. wischen sich so die Hintern an den Steinen ab und da sie ja sehr viel Schießpulver an sich haben, wird sie schwarz. Ach Mann, das ist aber immer so eine Sache mit den Dingern. Deswegen standen die ganze Zeit vor unserem Haus und haben hier Jo. Also jetzt haben wir Mietschacht. mal Rohstoffverteilung. Ich glaube, ab Layer 16 ist Diamant gleichmäßig verteilt. Über dem Bedrock hatte ich halt sehr viel dann ausgehoben, war viel dementsprechend da. Wir könnten es mal umschauen. Wir könnten ja verschiedene Schächte machen. Verschiedenen Höhen. Jedenfalls unten ist ein Minenschacht. Den könnten wir uns erstmal vornehmen. Und dann, ja. Mal so eine Treppe gerade runter, damit wir da runterkommen. Falls jemand fragt, warum es gerade so dunkel ist, ich wollte eigentlich Fackeln setzen, aber dafür muss ich Decken ein bisschen ausbauen. Monster? Nein, nein, sind zwei Skelette. So. So. Ich mach den Fackelman. Creeper! Creeper. Nein, nein, nein. Du Ich hab gehört, die bist der sollten. harte Mann, geh runter. Hab ich Schwert dabei? Ja, ich habe Eisenschwert. Was ich sagen wollte, genau, Creeper, habe ich irgendwie gehört. Waren ursprünglich Schwein oder sollten als Schweine designt werden, sahen aber nicht so ganz nach Schwein aus und deshalb waren sie jetzt aufs Wort Creeper. Ist ja auch was schön. Also, ich mache auch immer aus Schweinen so Creeper. Ist mir so Oder andere eingefallen. Tiere. Ich glaube, wir müssen Ihren die Fackeln können. eh noch hochsetzen, weil wenn wir jetzt eine Treppenstufe legen, dann sind die auch schon wieder sehr am Boden. Müssen noch weiter ausgebaut werden dann. Naja. Hol mir gerade ein bisschen Kohle für Fackeln. Tu dem, mach das. Und ich leuchte ein bisschen aus, nicht, dass hier wieder irgend so ein Vieh um die Ecke gescheißert kommt. Nein. Ich heiße noch nur hier. Es geht doch sonst. Sollen wir die Schienen mit abbauen? Die können wir bauen, können dann in so einen Minenschacht oder sonstiges machen. Würde gehen. Jo, mit Minecarts, bisschen Transportsystem, warum auch nicht? Wow, Creeper und Skelett. Ein sag ich Skelett hat ja. gerade den Creeper Habe ich gerade gehittet, eben aber gesagt. ich habe zwei Creeper. Oh mein Gott. Derp, 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 Ein Tipp, geh nicht um die derp. Ecke, geh nicht um die Ecke. Der ist doch auf dich fixiert, oder nicht? Das kann sein, ja, wenn er aber dann auf dich draufläuft. Probier's mal. Ah, da ist noch ein Creeper. Ja, wegrennen hier. Derp. Ich helfe dich, warte. Aber jetzt. Ja, Jetzt gut. hab. Da hinten ist noch ein Creeper. Also ich hau ihn dann. Hau Ah, ein ihn Skelett. los, tu Das ist ein es. Skelett. Rechts um die Ecke war das aber. Da sind noch drei andere Creeper. Boah, Da der sind Sch noch drei weitere. Ups. What the fuck? Oh, ich zieh mich gerade mal. What the? Schnell beeilen. Ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen was essen. What the? Ich glaube, das war meine Schuld. Ich habe ihn geschlagen, ist auf dich losgegangen und dann. Er kann doch gar nicht auf mich losgehen, wenn du ihn geschlagen hast, ne? Hol Ja, nur aber meine er ist Sachen. explodiert, aber du standst gerade in Reichweite. Komm, hol deine Sachen. Hallo Creeper. Hat mal die Fackel nicht rausgetan. Hallo Damn. Creeper. Da kommt gerade ein Creeper angerannt. Hey! Tatsächlich? Ja, und ich. Uah, warte. Slowly. Und jetzt zurück. Na? Ich hab Bogen. Treffen. Da! Ah, noch einer. Wie viel sind da denn? Das ist ja. Ich habe random Mobs drin. Bei mir hat er so. Ach Uah. du Kacke. Beide auch gejagt. Nicht dein Autsch. Ernst. Wie viel ziehen die denn inzwischen? Ja, wir haben keine Rüstung. Das ist ja das Problemchen. Ah, das ist Wir sind schon bloß. wieder War der früher gestorben. Das ist nicht. irgendwie so ein Problemchen, gell? Wir sterben irgendwie zu oft, kann das sein? Also, wir müssen erstmal schlafen in Betten. Wieso sind wir eigentlich nicht in den Betten? Wenn ich euch den Server geupdatet habe, kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Ich sehe zwar gerade noch nichts, aber. Ist, ja, kann sein. Ich muss mal auf. Ups. Zurückstellen. Nein. Guck auf keinen Fall hoch, guck auf keinen Fall hoch. Guck nicht hoch, nein. Guck nicht hoch. Nicht hoch. Ich bin gerade unter Nicht Wasser. Ich saufe hochgucken. gerade ab, krieg fast Schaden, Guck weil ich nicht kurz was hoch. hingestellt Guck nicht hoch, habe. guck nicht nach vorne, nein. Ups. Guck nicht nach vorne. Ja, für ein Frame. Nee, mehr. Aber naja. Ja, Ich so mache weit ist dann ein das bisschen gewachsen. Rückenschwimmen so. So, Rückenschwimmen gerade. Schau gerade in die andere Richtung. Das. Jetzt schaue ich aber nach vorne, weil ich sehen will, wo ich hin muss. Lalalalalalala. So, ich bin wieder in der Höhle. Ja, sammle dann schon mal die Items ein. Ups, oder andersrum. Oh. Ja. So, ich versuche Das jetzt dazu übrigens. überleben. Bevor sich wieder jemand darüber beschwert, das Cheaten dient nur der Komfortabilität, damit wir nicht zu oft hin und her müssen, weil der Spawnpunkt so weit wächst. Wir könnten
Haben wir nicht oben Betten? Ach nee, konnten wir nicht. Wir haben doch Betten, wir konnten. Wir haben doch geschlafen. Wieso habe ich so viele Items? Weil da hast du eine Schaufel, da hast du noch eine Schaufel, ja, eine Spitzhacke. Ja, meine mit aufgesammelt. Hast du noch das, da hast du das, da hast Spitzhacke. Das, das, das. Woher habe ich ein Bett? Wieso hast du ein Bett dabei? Hatte ich ein Bett dabei? Moment, meine Pfeil. Bringt dir nichts ohne Bogen, gell? Der Bogen liegt da. Ach, scheiße. Okay, okay, okay. Sind wir sicher? Sind wir safe? Ich esse noch Fleisch. Ach so, genau. Fleisch, das ist dringend nötig. Und dann so. Ich habe noch die Fackeln dabei. Habe ich noch. Und leuchte gerade noch mal ein kleines bisschen aus. Jetzt, ich brauche ein Eisenschwert. Ich habe ein Eisenschwert. Nur eins? Da hast du noch eins. Sag ich doch. Ich wusste doch, ich habe noch eins gehabt. Plopp. Okay, okay. So, keine Panik. So. Keine Panik. Keine Panik. Ich gehe mal um die Ecke. Ein Vorteil hat sie. Beiden Creeper sind weg. Boah, das waren... wie viel waren das denn? Das ist ja... 4, 5? Vor allem... Hast du das, wenn das so komisch ist? Das sieht man immer nicht, wo die Monster sind. Eine Sache, wir dürfen uns nicht verlaufen, gell? Sonst wird's ungemütlich. Waffen wir schon, da oben ist Eisen. Oh ja, Eisen, Eisen, Eisen. Ich würde mal Folgendes sagen. Haben wir irgendwo... Hast du so einen Wassereimer dabei? Nein. Wegen Schienen abbauen, weil das ist nämlich besser bezüglich... Ich hab Eisen dabei, wenn du Holz hast. Ein Crafting Table? Ich hab ein Crafting... Ich hab auch Eisen dabei. Ich hab ein Crafting Table. Ich auch. Ich mach ein Ding. Ein Eimerchen. Tu den. Ja. Oder soll ich hochgehen? Du hast das Eisen. Ich hab kein Eisen. Du hast schon gesagt, du hast Eisen. Ja, du hattest das Eisen. Ich hatte vorhin Eisen. Ja, gut. So, dann ganz kurz Eimerchen, Eimerchen, Eimerchen. Dann hochrennen und Wasser holen und die Schienen abbauen. Weil das spart jede Menge Eisen beim Craften am Ende. Ich hab mich schon wieder fast verlaufen gerade. So, da geht's dann. Also so schwer ist es jetzt sicher auch noch nicht. Nö, aber die Gänge sehen sehr ähnlich aus, das Problem. Wir haben, glaube ich, Nacht draußen. Ja, haben wir. Und das heißt, ich wäre blöd, wenn ich da jetzt rumrennen würde und Wasser holen würde, oder? Schaffe ich's noch? Och nee, nicht schon wieder ein Creeper. Ja, solange er nur Hallo sagt und nicht gleich alles wegbombt. Doch, der bombt gerade alles weg. Nein! Unsere Weed-Farm, ich sehe da vorne, unser Weed ist fertig, da müssen wir hindonnern und eventuell mal abbauen und holen, aber erst wenn Tag ist, nicht jetzt. Jetzt gerade, wo es dunkel ist, würde ich sagen, bleiben wir hier unten drin, weil sonst oben wird's eng. Kabum. Stimmt, wieder rum. Ich bin gerade leicht Panik, weil hier... Du verlierst leicht den Faden. Hey, ist Wasser. Ich habe Wasser auch so schon gefunden, aber... ich beeile mich mal ganz kurz und guck mal, Schienen abbauen. Hilf. Fackel an die Wand setzen und... Auf das hier nicht alleine. Brauche deine technische Unterstützung. Ich weiß gar nicht, wo bist du gerade? Ich laufe gerade irgendwelche Gänge durch. Irgendwo, irgendwie. Hier ist ein komischer Gang. Ich habe Eisen gefunden. Eisen, oh ja, habe ich auch schon einiges. Hier ist so ein komischer Zaun, so ein Einfeld, breiter Gang, nur mit Zäunen. Bist du? Da, wo sich jetzt noch keiner getraut hat. Und hier geht's nach unten. Ich komme, Moment, warte auf mich. Ein sehr mysteriöser Minenschacht, also das würde ich da mal dir empfehlen, da mal zu schauen. Bin neben dir, warte. Warte. Ach, immer warte. Die Cheater durch die Wand. Ey, lass mich. Den Gang habe ich hier nicht gegraben, gell, der war schon gerade da. Echt? Ja. Cool. Ich habe nur Zäune entfernt und hier ist jetzt Grevel drin. Grevel, das ist echtes Grevel. Ja. Ganz kurz und... Monster? Ah, Creeper! Mach den mal fertig. Ich guck gerade. Ja, hier. Ja. Oh, ja, komm. Klar. Was es geht hier echt zu tief runter. Ah, jetzt ist er in die Luft geflogen. Solange du nicht in die Luft geflogen bist. Nein, er war in den Stein gebackt und dann ist er weg gewesen. Und dann kam er wieder. Manu. Mögen mich alle nicht. Versuch die Fackeln an die Wand zu setzen, wenn ich die Schienen abbaue. Dann haben wir. Baust du jetzt ab oder machst du jetzt Wasser dahin? Da, guck. Blub, 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 geht viel schneller. Ja, meine ich ja. Und ich will auch Folgendes vorschlagen: Die Folge ist auch gleich zu Ende, ja? Ja, oh mein Gott. Wir müssen alle auf Mieren. Auf Mieren Kanal. Auf Dieren Kanal, genau. Mieren Kanal. Das spart echt viel Arbeit. So. Mhm. Cool. Wir müssen aber gleich mal wieder hier weg aus diesem Minenschacht, sondern irgendwie runtergehen. Auf unseren altbewährten Plan mit den Diamanten suchen. Ich habe keine Fackeln mehr. Achso, ja, klar, klar. Eventuell könnten wir, ich habe gedacht, hier vielleicht ein bisschen erkunden, wo wir gerade dabei sind. Ah, Spinne. Oder ja, okay, besten noch Weg zurück finden auch wieder. Weg zurück sollten wir locker finden. Skelett.
meine Fackeln. Ich bin zurück. Wo bist du? Wo bin ich? Ich bin hier und ich bin auch gleich wieder raus, nämlich aus der Aufnahme. Die nächste Folge werdet ihr in diesem Falle bei 3L Play sehen. Einfach vorbeischauen und dann solltet ihr es nicht verpassen. Dann würde ich sagen, ich stelle mich am Anfang von den Minenschacht und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.